Jetzt erstmal eine Runde zu den Ghoulen und lasst mir ein Ohr abkauen. Dass wir hier auch mal in der Story etwas weiterkommen. Naja, zumindest scheint wieder die Sonne. Na gut, nicht ganz. Aber es ist auf alle Fälle wieder hell. Ja, und somit habe ich wieder etwas Laufzeit und kann euch etwas erzählen. Und zwar weise ich mal darauf hin, dass ich das Gamma hochgeschraubt habe. Es wurde sich ja beschwert, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es wurde angemerkt, dass es doch in den nächtlichen Szenen doch etwas sehr dunkel ist. Ja, deswegen habe ich mal das Gamma generell erhöht. Und ich finde, das sieht dann auch bei den Tagszenen etwas besser aus. Auf jeden Fall erkennt man dann auch bei YouTube etwas mehr. Ja, wenn es euch stört, schreibt es mir einfach, dann ändere ich das wieder. Ansonsten habe ich eigentlich jetzt alles dabei. Ich habe den Trank, ich habe mein Schwert. Ja, ne? Ja, den Ghoul-Vertrag kann ich leider noch nicht annehmen, denn ich habe noch keinen Eintrag im Bestarium. Aber dazu müsste ich erstmal hier alle Häuser durchsuchen oder mir das Buch dafür kaufen. Das heißt, ich müsste jetzt wieder zurück. Mache ich das? Mache ich das nicht? Ha, ich habe eine Idee. Hex, Hex, ja, so schnell kann es gehen. Der Hyuga kann nämlich zaubern. Ich bin wieder in der Spelunke und hier sitzt der Mann, der mir genau das verkauft, was ich Verdammt, ich brauche. sollte eigentlich im Händlerviertel im Geld schwimmen. Stattdessen muss ich meine Waren hier draußen feilbieten. Tja, mein Mitleid hast du, aber du hast auch was anderes, nämlich ein Buch. Dieses hier, Foliant der Angst und des Schreckens, Band 1, ja, enthält Informationen über Ghule. Ist zwar nicht ganz günstig, aber damit kann ich auf jeden Fall diesen blöden Ghoul-Vertrag jetzt dann gleich machen. So. Blablablup. Das Bestarium beschreibt Nekrophagen, den Ghoul und den Gravier. Es bietet Informationen über die Art, wie diese zu bekämpfen sind und über alchemistische Zutaten, die sich aus den Kadaver dieser Ungeheuern gewinnen lassen. Hey, juhu! Genau das, was ich gesucht habe. Und jetzt kann ich nämlich auch den Ghoul-Vertrag annehmen. Genau. Ja, los geht's, würde ich sagen. Ich mache wieder Hex-Hex. Zip. Und schon bin ich wieder hier und kann mich endlich zu meinen lieben Ghulen begeben. Denn die warten ja schon sehnsüchtig auf mich. Ich natürlich auch auf sie. Denn ich möchte ihnen mein neues Schwert hier zeigen. Na gut, neu ist es nicht, aber es ist mir halt kein besserer Spruch eingefallen. Verzeiht es mir. Jetzt nur noch den Trank reingehauen. Und da kommt auch schon der erste von diesen freudigen Viechern. Ja. Und ja, macht mal direkt Bekanntschaft mit meinem Schwert. Tja, ein Satz mit X, das war wohl nix. Ja, und da ist jetzt auch das gewünschte Ghoulblut. Ui. Da liegen Totenköpfe. Ja, da ist auch schon der nächste von denen. Sieht übrigens ziemlich cool aus, möchte ich mal sagen. Okay, der schnelle Kampfstil bringt es hier nicht so wirklich. Ja, in dieses Kampfstil wechseln muss ich mich noch so ein bisschen reinarbeiten. Und tschüss. Ja. Ui, ein Ort der Macht. Ui, Kreis des inneren Feuers. Das sieht so aus, als gibt es hier ein neues Zeichen. Aber erstmal gibt es hier drei Ghule. Drei Ghule. Ja, schön mit Gruppenkampfstil. Oh, jetzt machen sie auch ein bisschen Schaden hier. Oh, oh. Ja, ich habe gerade mal wieder auf den großen Kampfstil zurückgewechselt, weil die doch jetzt etwas viel Schaden machen. Einen töte, die ziehen mich auf jeden Fall schon mal den, ja, den Schaden, den ich reinbekomme. Ich habe gerade mindestens viermal hintereinander Schaden gesagt.
Rein rhetorisch ein absoluter Fail. So. Gut, ja. Die Quest für Miku wäre jetzt damit erledigt. Das war ja einfach. So. Jetzt nur noch das Blut überall aufsammeln. Ui, ich habe hier den Arm abgehackt, wie ich gerade sehe. So, ein Leichnam. Ziemlich zerfressen. Das hat ja alles dabei. Alkohol, Ohren, nochmal Alkohol. Würfelkästchen. Na, immerhin. Ah ja, gibt auch eine Quest. Ich muss jemanden auftreiben, der mir... Ja, mehr konnte ich jetzt nicht lesen, aber ich denke mal, der mir mehr über dieses Würfelspiel erzählen kann. Ihr habt das Igni-Zeichen erlernt. Das Igni-Zeichen kann verwendet werden, um Gegner Schaden zuzufügen und Feuer zu entzünden. Wählt ein Zeichen an der linken Bildschirmseite, rechtklickt auf das Ziel, um den Zauber zu wirken. Ah ja. Ja, Schaden, das wird mir auf alle Fälle noch von Nutzen sein. Wie viel Ghoulblut habe ich jetzt eigentlich? 4 Stück? Ja, das ist natürlich etwas wenig. Ich brauche ja 5. Aber da ist nochmal Überreste. Ja, da ist dann auch das 5. Ghoulblut. Dementsprechend auf zu Kalkstein, der alten Kalkleiste. Ne, da gibt es immer noch nichts. Ich muss ja in solchen Spielen immer wieder feststellen, dass die Leute bewegungstechnisch bzw. fortbewegungstechnisch im Mittelalter ja sehr, sehr weit hinterm Berg gewohnt haben, weil, ne, gibt ja nichts hier. Wenn man ein Fahrrad hätte oder Mofa, dann wird die ganze Schicht hier auch etwas schneller von der Hand gehen. Na gut. Habe ich zumindest Zeit, hier noch ein bisschen zu palabern. Und zwar wurde ich in den Kommentaren darauf angesprochen, dass ich mich doch bitte etwas mehr um die Alchemie kümmern sollte, beziehungsweise auch mehr um Kräuterkunde, weil das wohl sehr, sehr viel Geld spart. Und ich sollte auch anfangen, mir Tränke vorzuproduzieren, also diese Grundtränke wie Schwalbe und so weiter, ja, damit ich dann später in den etwas tieferen Dungeons nicht dastehe und, ne, ich müsste jetzt eigentlich wieder raus. Aber eigentlich bin ich auch ganz tief drin. Jetzt ist guter Rat teuer. Ja, egal. Werde ich auf jeden Fall mal demnächst mit anfangen. Also jetzt ist mein Plan erstmal ab zu Kalkstein und die Quest abgeben. Danach zu Odo, ne, dass ich immer mit meiner ganzen Dörflerreihe weiterkomme. Und ja, nebenbei halt noch die ganze Alchemie-Geschichte. So. Jetzt sind wir auch wieder bei meiner Lieblingsspielunke angekommen. So, ja, wie jetzt? Hä? Hier fehlt einer. Richtig, Kalkstein. Verdammte Axt. Ist der jetzt gerade auf dem Klo oder was? Ja, okay, der ist dann wohl nicht da. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr, ja, blöd. Na egal. Gut, dann überspringen wir jetzt erstmal den Kalkstein-Part. Und machen uns auf zu Odo. Ja, wie gesagt, es ist hier so ein bisschen die Mechanik in dem Spiel, um so eine Art Leben zu simulieren. Stehen die halt immer mal woanders oder sind am besten gar nicht da. Ich guck mal hier. Nö. Ja, ihr seht's, ne? Ich drücke die Alt-Taste, wurde ich auch sehr oft darauf hingewiesen, warum ich das nicht mache. Weil halt. So. Nee, also hier ist er wie gesagt auch nicht. Dann wird er gerade auf dem Pott sein. Ja, also ab zu Odo und da erstmal weitergemacht. So, Odo. Nee. Ah, da, Odo. Alles klar. Einfach nur die Straße hier runter. Ja, wie viele andere hier habe ich derzeit auch meine Vorliebe für die Hexergeschichte wiedergefunden und habe mir jetzt auch mal den ersten Roman besorgt und bin den auch gerade am Lesen. Macht ziemlich viel Spaß. Ich leg's jedem nahe, der die Geschichte auch so interessant findet. Das Coole daran ist, dass der erste Roman noch in so Kurzgeschichten unterteilt ist. Ja, das ist einfach praktisch, da wird man nicht wie in anderen Fantasy-Welten erstmal in so eine
Riesenwelt reingeschmissen mit so einer endlosen Story, sondern kann sich das schön stückchenweise geben. Finde ich cool. So. Blut und Dellen an der Rüstung beweisen, dass sie einem Krieger gehörte. Aber dieser Fettwanst hat mehr Erfahrung mit Krügen als mit Schwertern. Genau, denn das ist Qualle Odo, aber der soll ja ziemlich reich sein. Wir bringen ihn um und schnappen uns die Kohle. Wer da? Ich bin ein Hexer, ein Monstertöter. Warum mein Haus bewaffnet heimsuchen? Ich habe nichts, was sich zu stehlen lohnt. Beruhigt euch. Ich will euch nichts antun. Ich muss euch nur ein paar Fragen stellen. Ich rede nicht mit Fremden. Ich bin Geralt. Jetzt kennt ihr meinen Namen. Trinkt etwas, Meister Geralt. Ich hasse Spione und jedermann weiß, dass Spione nicht trinken. Na dann, Prost. Skull! Ja, schön am frühen Morgen einen wegkippen. So macht's Spaß. Jetzt sind wir besoffen. Da hätte ich doch fast das Wichtigste vergessen. Habt ihr den Geistlichen gesehen? Verstehe. Er hat uns gesagt, wir sollen Fremde ausfragen. Ja. Auch dir zeige ich meinen Ring. Ein Ring des ewigen Feuers. Muss vom Geistlichen sein. Der Geistliche schickte mich, euch zu helfen. Er lässt mich niemals im Stich. Ich hab da dieses Gartenproblem. Ich bin kein Gärtner. Lasst mich ausreden. Vor einiger Zeit sprossen plötzlich seltsame Pflanzen in meinem Garten. Diese Pflanzen leben. Waren erst recht nützlich, verschlangen Maulwürfe und Insekten. Wo liegt denn das Problem? Jetzt sind sie so groß wie ein Mann, mit riesigen Ästen. Glücklicherweise sind sie tagsüber unter der Erde, aber ich habe Angst, mich ihnen zu nähern. Mal sehen, was ich tun kann. Aber das kostet 120 Orens. Ich bezahle 50 Orens. Trinken wir darauf! »120 und keinen Ohren weniger.« »Zwei Unkräuter für 70 Ohrens.« »Ich sagte 120.« »Ich muss leben, ich muss trinken. Mein letztes Angebot ist 80. Prost.« »Ja, wenn das so weitergeht, liege ich gleich unterm Tisch hier. Verdammte Scheiße.« »Geralt, lass dich nicht so gehen.« Ganz schön starkes Zeug. Wie wär's mit 100? Abgemacht und einen zum Abschied. Ja, das war's dann gewesen. Ab zur Magenentgiftung. Boah. Ja. Sind wir ja ganz schön drauf und dürfen uns jetzt noch diesen Pflanzen nähern. Die irgendwie auf uns spucken, oder was? Ich glaube, ich sollte hier erstmal schnell weggehen, weil in dieser Verfassung kann ich definitiv nicht kämpfen. Oh Mann. Ja. Okay. Immerhin wären die ja in der Lage, sich mindestens eine Woche vom Odo zu ernähren. Habe ich irgendeinen entgiftenden Trank dabei? Sonst hat man ja sowas. Nö. Ein Schlückchen Wasser. Das bringt es irgendwie auch nicht. Ja, dann sollte ich mir schnell mal eine Feuerstelle suchen. Denn sonst werde ich diesen Kampf hier wohl nicht überleben. Weil Geralt ist extrem träge. Na gut. Vor allen Dingen, da die ja schießen können. Gut. Ich erspare euch jetzt hier mal dieses ganze besoffene Rumgelatsche.